Ja, herzlich willkommen bei unserem Kurs Marketing Reloaded. Marketing Reloaded ist ein Marketingkurs, der sich natürlich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. Unser Kurs besteht aus 6 Modulen, die für dich praktisch das Basiswissen für ein erfolgreiches oder für dein erfolgreiches Marketing, Online-Marketing bieten. Der Kurs besteht aus 6 Modulen. Wir haben schon einige davon gemacht. Wir haben zuerst den Überblick gemacht. Wir haben uns sehr intensiv mit der Makroumwelt, also mit der Pestanalyse, Political, Economical, Social und Technological Analysis beschäftigt. Und wir sind jetzt in die Mikroumwelt gekommen. Und in der Mikroumwelt sind wir jetzt angekommen bei dem sogenannten Dialogmodell. Und das heißt, wir schauen uns im relevanten Markt, ihr erinnert euch, der relevante Markt, wir haben ihn immer als Dreieck dargestellt. Auf der linken Seite das eigene Unternehmen mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Auf der rechten Seite des Dreiecks hatten wir immer die Wettbewerber. Ihr erinnert euch, die direkten und die indirekten. Wichtig sind die indirekten Wettbewerber, die aufgrund von Megatrends und technologischen Veränderungen heute eben auf einmal auf diesem digitalen Spielfeld erscheinen und ganze Businessmodelle disruptiv zerreißen können. Nachdem wir uns dann mit dem relevanten Markt beschäftigt haben, sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen, ihr wisst ja, an der Spitze von unserem Dreieck standen dann immer die Motive unserer Zielgruppen, die Motive unserer Bedarfsgruppen. Und ihr erinnert euch, ein Video vor diesem Video haben wir uns mit der Segmentierung beschäftigt. Und heute und in den nächsten beiden Videos, also dieser Teil besteht aus 3 Videos, beschäftigen wir uns dann natürlich mit den Motiven, mit den Bedürfnissen und Beweggründen unserer Bedarfsgruppe und unserer Bedarfsgruppen. Heute 3.8, das Dialogmodell. Schauen wir mal hin, Standortbestimmung, wo sind wir denn eigentlich für die, die jetzt einfach quer einsteigen und einen kleinen Überblick bekommen wollen? Also von der Standortbestimmung natürlich sind wir im Marketing. Und wir befinden uns aber auch sehr stark mit dem, was wir hier diskutieren und lernen, in der Wirtschaftspsychologie und speziell heute, wo es um die Bedarfsgruppe geht, interessiert uns natürlich das Erleben und Verhalten der Menschen im wirtschaftlichen Kontext. Ja, also interessant für uns, wenn es um das Verkaufsgespräch geht. Noch an dieser Stelle vollkommen uninteressant, ob das online oder offline ist, weil es nach den gleichen Regeln folgt im Großen und Ganzen. Es geht um Menschen, es geht um menschliche Verhaltensweisen und Reaktionen. Und deswegen fokussieren wir jetzt zuerst mal auf das Verkaufsgespräch, auf den Verkaufsdialog, der zwischen Verkäufer und Käufer stattfindet. Und unser Endziel ist eben dieses sagenumwobene große Ja. Ja, ich kaufe dich, ja, ich will deine Dienstleistung, ja, ich habe Interesse, ja, ich komme auf die Veranstaltung. Also wir wollen einen Abschluss, wir wollen eine Conversion erzielen. Okay, und das sind wir natürlich psychologisch gesprochen im Feld der persuasiven Kommunikation. Persuasiv, das heißt, wir wollen beeinflussen und das Ziel der persuasiven Kommunikation, wir wollen eine Verhaltenssteuerung bei unserem Gegenüber erreichen. Wichtig an dieser Stelle, weil das oft diskutiert und meines Erachtens auch falsch diskutiert wird. Es macht hier keinen Sinn, an dieser Stelle zwischen Online- und Offline-Kommunikation zu trennen, weil wir es eben hier mit Menschen zu tun haben. Wir haben es mit dem Erleben und Verhalten von Menschen zu tun und deswegen ist es uninteressant. Ja, es geht bei der Psychologie des Überzeugens eben darum, Menschen in eine Richtung zu beeinflussen und deswegen macht es gar keinen Sinn, weil es online wie offline funktioniert, eben nach denselben Theorien, nach denselben Vorgehensweisen. Und deswegen trenne ich online und offline nicht mehr, weil das für mich an dieser Stelle zumindest überhaupt keinen Sinn ergibt. Also Persuasion, Beeinflussung. Beeinflussung
Persuasion, merkt euch das, das ist das, mit was wir uns jetzt beschäftigen. Das heißt, wir wollen und wir zielen natürlich auf den Langzeitspeicher, auf das Gedächtnis unserer Zielpersonen. Und deswegen werden die nächsten drei Videos eben einen Schwerpunkt im Psychologischen haben. Das heißt, wir fokussieren auf die Psychologie und verbinden das mit der Kommunikation und mit den Kommunikationsmodellen und auch mit den Keywörtern und den Schlüsselbegriffen, wie wir sie im Online-Marketing verwenden. Und ich möchte euch das ein bisschen herleiten, damit ihr eben die Vorgehensweise versteht und eben in Zukunft eine bessere Kommunikation mit euren Bedarfsgruppen, mit euren Zielgruppen aufbauen könnt. Gut, also wir sind im psychologischen Bereich und schauen wir uns mal den Dialog an. Die Kommunikation, das Kommunikationsmodell zwischen zwei Personen. Wichtig ist hier, es ist immer ein Kontext. Also der Dialog, die Kommunikation findet immer in einem bestimmten Kontext statt. Und ihr als Anbieter, die diese Kommunikation anstoßen oder die auf den Anstoß seitens des Kunden reagieren, beachtet also bitte immer den Kontext, wo findet und wie findet denn diese Kommunikation statt. Wichtig beim Kontext ist mit Blick auf die Zielperson, auf den Empfänger, seine bisherigen Erfahrungen. Was hat er bisher abgespeichert im Langzeitspeicher? Gibt es Vorwarnungen, bestimmte Einstellungen, die er hat bezüglich eines Objektes? Und da sind wir bei dem Thema Einstellungen. Also ganz, ganz wichtig sind seine Einstellungen, die er fest verankert und zäh gespeichert hat in seinem Langzeitspeicher, in seinem Gedächtnis. Und dass natürlich die Reaktion auf deinen Dialog, auf deine Ansprache natürlich massiv steuert. Das heißt, wenn du eine Zielperson ansprichst, wenn du mit ihr kommunizieren willst, einen erfolgreichen Verkaufsdialog führen willst, solltest du dir Gedanken machen auf die bereits abgespeicherten Einstellungen dieser deiner Zielpersonen in ihrem Gedächtnis. Einstellungen, eine kleine Definition, sind zeitlich stabile Bereitschaften, auf eine bestimmte Entität wertend zu reagieren. Gleich an dieser Stelle, Einstellungen sind sehr zäh. Zäh bedeutet, du kannst Einstellungen, die sich einmal geprägt haben, die sich eingebrannt haben in deinem Gehirn, die kannst du nicht so einfach verschieben. Ganz gleich, ob es sich um positive Einstellungen handelt oder um negative, sie sind zäh, sie sind robust, sie sind abgespeichert und es bedarf viel Aufwand, eingebrannte Branding, eingebrannte Einstellungen zu verändern oder umzustoßen. Deswegen an dieser Stelle vielleicht der kleine Einschub, deswegen sind Marken, Love Marks, ebenso wichtig, weil es sind Einstellungen über eine Firma, über eine Marke. Und wenn die mal positiv besetzt ist, hat die natürlich einen extrem hohen Stellenwert in deinem Gedächtnis und wie gesagt, ist sehr robust gegenüber Anfeindungen und gegenüber Angriffe von den Wettbewerbern. Also es geht letztendlich um die Einstellungen und die Einstellungen gegenüber einem Objekt. Es geht um die Einstellungen der Zielperson gegenüber unterschiedlichen Personen, also auch dir gegenüber als Verkäufer. Es geht gegenüber den Einstellungen, gegenüber dem Unternehmen, also dem Anbieter, die Firma, für die du arbeitest. Es geht um Assoziationen, was verbindet die Zielperson damit? Und es geht natürlich Einstellungen gegenüber der Situation, wo der Dialog jetzt stattfindet, wo er stattfindet, wie er stattfindet, etc. Wichtig bei den Einstellungen, und das bitte, bitte nie vergessen, Einstellungen der Zielpersonen, der Bedarfsgruppe sind immer subjektiv. Subjektiv. Das heißt, ihr wisst ja in der Psychologie, es gibt kaum etwas, was objektiv ist. Stört natürlich den Betriebswirtschaftler in euch, aber gerade im Marketing sind viele, viele Dinge in dem Marketing und in Kommunikation sind die Einstellungen und die Sichtweisen
eurer Zielpersonen, eurer Bedarfsgruppen immer subjektiv. Das heißt, diese Einstellungen stehen immer im direkten Zusammenhang mit den Bedürfnissen und Wünschen, Klammer auf, nennt man dann auch Motive, der Zielperson, eurer Zielpersonen, eurer Bedarfsgruppe. Einstellungen. Das Image, wenn ihr jetzt sagt, was ist eine Einstellung und Image, was ist da der Unterschied? Das Image eines Unternehmens, das Image einer Marke ist die Summe aller Einstellungen einer bestimmten Zielgruppe, eines bestimmten Zielsegments, und die Summe der Einzeleinstellungen bildet dann das Image. Bleiben wir noch bei den Einstellungen. Den Einstellungen bei dem Empfänger, bei den Einstellungen deiner Bedarfsgruppe. Wichtig ist natürlich das Vertrauen, das deine Bedarfsgruppe, deine Zielgruppe gegenüber dir, dem Verkäufer, der Firma, dem Anbieter hat. So wird sich natürlich der Empfänger gleich die Frage stellen, wer ist denn hier der Sender? Wer erzählt mir denn hier etwas? Und der Sender kann natürlich das Unternehmen sein, es können Meinungsbildner sein. Also wer für die Pharmaindustrie arbeitet, der weiß, die Pharmaindustrie hat immer, um das Image und den Stellenwert ihrer Pharmaprodukte aufzupolieren, immer über sogenannte Meinungsbildner erster Ordnung, das waren dann meistens Professoren, und Meinungsbildner zweiter Ordnung, das waren dann die Ärzte selber, an eine größere Belegschaft an Ärzten kommuniziert und dann letztendlich so auch gegenüber den Patienten. Das sind Meinungsbildner. Heute ein bisschen moderner, vielleicht jedem von euch natürlich ein Begriff, ich habe es leider hier falsch geschrieben, die sogenannten Influencer, die Influencer im Instagram, die Influencer bei Pinterest, die Influencer, die bei Facebook auftreten, etc. etc. Ein tolles Beispiel oder bei YouTube ist natürlich Bibi, Bibis Beauty Blog, ist wahrscheinlich jedem von euch bekannt. Hut ab vor dem jungen Mädchen, die weiß, wie man als Influencer im Marketing, als neues Marketinginstrument, als Plakat, als Verteiler arbeitet. Ja, und Werbeagenturen werden in Zukunft sehr, sehr, sehr vorsichtig sein müssen vor den Angeboten sogenannter Influencer, weil natürlich die Influencer die ganze Konzeption gleich mitnehmen und damit in vielen Fällen alte klassische Werbeagenturen in dem Sinne überflüssig machen. Also Influencer, hier falsch geschrieben. Und dann natürlich die Testimonials, die auftreten und kommunizieren für ein Produkt, für eine Marke. Also es geht über das Vertrauen, über die Glaubwürdigkeit. Kann ich als Empfänger dieser Quelle trauen? Wer beweist mir das? Okay, lasst uns nun mal einen Blick werfen auf den Dialog. Ich gehe da mal von einem alten Kommunikationsmodell aus, das jedem von euch bekannt sein dürfte, aber ich werde euch auch gleich zeigen, warum, weil ich an diesem einfachen Modell eben sehr schön darstellen kann, dass die Kommunikation, dass das Grundmodell, auch jetzt mit Blick auf Online-Kommunikation und auf Online-Marketing gleich geblieben ist, aber ich habe sehr schön ein Modell, eine Grundstruktur, wo ich euch zeigen kann, dass dieses Kommunikationsmodell sich eben heute massiv verändert hat. Okay, also Dialog heißt natürlich zweiseitige Kommunikation, Fragen und Antworten und Kommunikation. Wie geht's los? Dazu formuliert der Sender eine Botschaft. Content, sagen heute viele. Ich bin mit diesem Begriff Content eigentlich nicht zufrieden, weil für mich ist es die Botschaft und die Botschaft hat einen gewissen Inhalt und es gab es schon immer und hier muss ich jetzt nicht mit einem Content, mit einem englischen Begriff arbeiten, um praktisch hier diese Vorgehensweise zu verzerren. Also, der Sender formuliert eine Botschaft an den Empfänger und er nutzt dabei unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Medien. Und hier sehen wir dann, dass wir natürlich im Online-Marketing eine Vielzahl an neuen Medien bekommen haben.
die Kommunikation in bestimmten Teilbereichen verändern und modifizieren und andere Beteiligte in diesen Kommunikationsprozess einführen und sich eingebracht haben. Denkt nur an Google. Ja, das heißt, wir haben heute eben unterschiedliche Touchpoints und worüber wir mit dem Kunden oder worüber ihr als Anbieter mit dem Kunden kommuniziert. Und wir haben eben nicht nur unterschiedliche Touchpoints, sondern wie ich vorhin schon angesprochen habe, wir haben noch Personen, die sich da als Vermittler zwischen Sender und Empfänger, als Vermittler der Botschaften, die von links nach rechts gehen und umgekehrt hineingeschoben haben und eben dieses Spannungsverhältnis zwischen Anbieter, Kunde und Suchmaschine eben sehr, sehr stark forciert haben. Aber dazu werden wir uns noch im eigenen unterhalten. Also die Botschaft, unterschiedliche Botschaften, Medien und Kanäle und Instrumente und eben auch unterschiedliche Touchpoints, die der Kunde auf seiner Kundenreise besucht, dort unterschiedliche Kundenerlebnisse hat. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig für den Anbieter, für den Sender, dass er, wenn er seine Botschaft kodiert, kodieren, dafür steht dieses K. Kodieren heißt, er muss es ja in eine Form bringen. Also das, was er kommunizieren will, den Inhalt, den nutzenorientierten Inhalt, muss er entweder in sprachlicher Form, in textliche Form, in Bild, mit Bewegtbild heute darstellen, mit Video und so weiter, mit 360-Grad-Ansichten, mit Rendering, all das, was uns heute eben die Medien ermöglichen, was früher so in dieser Form nicht möglich war und was natürlich in diesem Kommunikationsmodell das Kodieren für den Sender, für den Anbieter natürlich herausfordert, weil natürlich jedes unterschiedliche Medium eine andere Art und Weise der Darstellung des Inhalts verlangt mit unterschiedlichen Spielregeln, seien das Bildformate. Wenn ihr nur daran denkt, das Bildformat zum Beispiel bei YouTube ist immer dieses 16:9 Format, also immer dieses Landscape, dieses Kinoformat, das wir jetzt auch übers Fernsehen schon Jahre, 30, 40, 50, 60 Jahre lang gewohnt sind. Und durch die Social Media Kanäle zum Beispiel wie Facebook, wir auf einmal das Handy, das Mobile in der Hand halten und auf einmal das Bild, das Video, das wir uns angucken, eben hochkant im sogenannten Porträtformat abläuft und keiner dreht eben dieses Handy auf dieses Landscape, auf dieses Querformat. Und deswegen werden wir uns in Zukunft, wenn wir in Facebook zum Beispiel Videos und Botschaften kodieren, auch eine andere Bildsprache angewöhnen müssen, nämlich Filme im Hochformat zu drehen, was eigentlich heute noch nicht so bekannt ist und viele Kreative das auch nicht so im Griff haben, weil die das eben ganz anders im Kinoformat gelernt haben. Und deswegen seht ihr das, wenn Kampagnen gefilmt werden, also wenn kodiert wird für unterschiedliche Medien und für unterschiedliche Devices, dann ist natürlich dieses Querformat nur bedingt geeignet. Und deswegen helfen sich momentan sehr viele so als Twitter-Lösung, dass sie quadratische Filme machen, weil die zumindest noch eine gewisse Wirkung bei Instagram haben und nicht ganz abfallen, eben auch bei Facebook. Aber dieses Querformat, das YouTube noch nutzt, wird in den Social-Media-Kanälen zum Beispiel rund um Facebook ebenso nicht mehr in langer Sicht zum Einsatz kommen. Auch die Anzeigenformate, die Facebook hier bietet, ich spreche nur davon, von der sogenannten Canvas-Anzeige, also eine kleine Microsite, die hier Facebook selbst bietet, ohne dass wir Facebook verlassen müssen, die baut eben auf diesem Hochformat auf und ist eben nur noch mobile-tauglich. Das heißt, ihr könnt sie als Kreative oder als Anbieter auf dem normalen PC gar nicht mehr anschauen und bewerten,
weil das alles nur noch auf OM, auf Mobile ausgerichtet ist. Also die große Herausforderung, wenn man dieses Kommunikationsmodell ansieht, ist natürlich mit diesen unterschiedlichen Medien und mit unterschiedlichen Kanälen, muss diese Botschaft zwischen Käufer und Verkäufer und Verkäufer und Käufer, wenn es ein Dialog ist, natürlich beim Codieren beachtet werden. Aber dazu kommen wir später noch bei der Gestaltung. Hier erstmal die Herleitung. Also, ihr müsst oder eure Kreativen müssen bei der Gestaltung der Botschaft in Zukunft die Spielregeln der unterschiedlichen Medien kennen, um entsprechend codieren zu können. Und das ist gar nicht so einfach, denn wenn ihr nämlich Grafiker in euren Abteilungen noch sitzen habt oder wenn ihr Grafiker, gelernte Grafiker in euren Werbeagenturen sitzen habt, die nicht unbedingt jetzt auf das Webdesign und auf das Dialogmarketing im Internet getrimmt sind, eben auch nicht das Wissen über diese Spielregeln und das Wissen über diese neuen Formate mitbringen. Und deswegen auch hier an dieser Stelle eben eine Aufforderung an die Kreativen, sei es die Gestalter, sei es aber auch die Texter, die natürlich auch die Spielregeln in Zukunft der Suchsysteme und Suchmaschinen kennen müssen. Das heißt, wir sind wirklich an einem Punkt angekommen, um richtig codieren zu können, dass wir auch bei den Kreativen und bei den Gestaltern letztendlich ein lebenslanges Lernen fordern müssen. Und ich kann mich nicht ausruhen auf irgendwelchen Abschlüssen, die ich mal vor 5, 6, 7 Jahren gemacht habe. Und dann mit den neuen Formaten und Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, nicht Schritt halten kann beim Codieren. Ja, also habt auf dem Radar all das, was Google, Apple, Facebook und natürlich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz massiv Amazon verlangt, welche Spielregeln die aufstellen, die ihr beim Codieren eurer Werbebotschaften beachten müsst. Also, ihr wisst, der Inhalt kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Er kann sein informativ, er kann emotional sein, emotional, er kann verbal abgearbeitet werden in Zukunft oder eben auch nonverbal. Also, die Übertragungsart, abhängig vom Kanal, kann also visuell sein, kann auditiv sein, kann olfaktorisch sein, gustatorisch und haptisch. Also das Codieren wird eigentlich mit den grenzenlosen Möglichkeiten immer interessanter. Ich sage nur Stichwort Augmented Reality, 360-Grad-Darstellungen. Also da tut sich momentan sehr, 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 sehr viel, dass eben ein tolles Codieren der Werbebotschaft mit Möglichkeiten, die es noch vor wenigen Jahren nicht gegeben hat, eben heute den Kreativen und dem Anbieter ermöglicht, um sein Produkt, seine Dienstleistung so spannend wie möglich, so interessant wie möglich darzustellen und besser darzustellen, natürlich als die Wettbewerber und die Konkurrenten. Ja, wichtig ist auch bei der Übertragungsart, wenn wir hier schon das Codieren besprechen, ob du als Anbieter wirklich deine digitalen Inhalte beherrscht. Also auch das wird für dich eine große Herausforderung werden. Nimm nun mal deine Webseite, den Blick auf deine Webseite. Das heißt, wenn deine Webseiten optimiert sind für PCs, für Laptops, heißt es noch lange nicht, dass sie eben auch auf dem iPad funktionieren. Und das heißt noch lange nicht, dass deine Inhalte funktionieren mobile. Und das heißt noch lange nicht, dass sie auf so kleinen Wearables, zum Beispiel wie eine Uhr etc. etc. oder eben bei den sprachlichen Assistenten wie Alexa und Siri und Google Home in Zukunft funktionieren. Und hier ist mein Freund Karl Kratz ein extremer Vorreiter, der schon vor 2 Jahren darüber gesprochen hat, ob wir unsere Digital Assets als Unternehmen wirklich im Griff haben. Und da meint der liebe Karl eben nicht nur, was viele da meinen, wenn es um das Responsive geht oder wenn responsive Webseiten gesprochen wird, es ist nicht das Layout gemeint, dass ich praktisch diese Webseite eben auf dem PC lesen kann und gleichzeitig natürlich auf dem Mobile, auf meinem iPhone zum Beispiel, sondern gemeint ist nicht nur das Layout, sondern
Hast du wirklich deine Texte, deine Inhalte, hast du wirklich so kodiert, dass du die Aufnahmesituation deiner Zielgruppe beachtet hast? Also liest die Zielgruppe, der Empfänger, deine Botschaft mobile, vielleicht im Taxi, im Zug am Flughafen, oder hat er Zeit und Raum und liest das Ganze an einem großen Bildschirm im Büro? Und deswegen musst du beim Codieren eben sehr wohl darauf achten, ob du deine Inhalte im Griff hast in diesem Kommunikationsmodell. Also ihr seht schon, dieses uralte Kommunikationsmodell zwischen Sender und Empfänger mit seiner Botschaft und Kanal ist eine sehr schöne Skizze, an der man die ganzen Neuerungen, die auf uns jetzt zukommen, eben plausibel darstellen kann. Also denk dran, wenn du codierst als Anbieter, wenn du deine Botschaft in eine bestimmte Form bringst, dann musst du das natürlich so machen, dass auf der anderen Seite der Empfänger deine Botschaft dekodieren kann. Und ich wage mal zu behaupten, die ganzen Flops, die werbliche Aktionen, die Kommunikationsaktionen online wie offline produzieren, hängen oftmals davon ab, dass das Gegenüber gar nicht in der Lage ist zu verstehen, was hat eigentlich der Anbieter, was will der eigentlich von mir, was bietet er mir da eigentlich an, was soll das? Also ergibt ein großes Fragezeichen. Also kodieren setzt voraus, dass die andere Seite auch wirklich das entschlüsseln kann und dass die andere Seite Dekodierschlüssel hat, um diese Botschaft, genauso wie beim Morsen, früher beim Funken, entschlüsseln kann, also eine Entschlüsselungsmaschine hat. Ja, also, das bedeutet für dich als Anbieter, du musst die Dekodierschlüssel kennen und musst sagen, okay, wie dekodiert wahrscheinlich meine Bedarfsgruppe? Ich habe es da reingeschrieben, damit die Botschaft vom Empfänger entschlüsselt werden kann, muss der Sender, also du als Anbieter beim Gestalten der Botschaft, die Dekodierschlüssel des Empfängers, des Bedarfsträgers kennen. Aber dazu kommen wir dann später noch im übernächsten oder im nächsten Video bei dem Thema Motivforschung. Also ganz, ganz spannend. Das heißt, wir müssen in den Kopf der Zielgruppe eintauchen und wir müssen schauen, wie interpretiert, wie dekodiert und mit welcher kognitiven Fähigkeit dekodiert meine Zielgruppe so, damit sie meine Botschaft verstehen kann. Also denk dran, die Bedeutung wird kodiert mit Sprache, sie wird kodiert über Geschichten, sie wird kodiert mit einer bestimmten Symbolik und natürlich, wenn es möglich ist, mit einer gewissen Sensorik. Also du hast als Anbieter deiner Kommunikation, deines Inhaltes, wenn du diesen Inhalt kodierst, kannst du die Sprache nutzen. Du kannst Geschichten erzählen, schreiben, du kannst mit Symboliken arbeiten und, wo es passt, mit Sensorik. Und diese vier Punkte nennt man Codes. Das sind die Codes und die Codes wirken beim Empfänger eben nicht nur, wie wir später sehen werden, nicht nur explizit, bewusst, sondern eben auch unbewusst, implizit. Aber dazu, wie gesagt, für die impliziten Wirkungen haben wir noch eine eigene Vorlesung, wo wir uns mit diesem Thema zwischen Pilot und Autopilot beschäftigen und auch ein ganz spannendes Thema. Also wichtig an dieser Stelle, wir haben Codes zur Verfügung, mit denen wir in die Köpfe der Zielpersonen kommen können. Und denkt dran, man transportiert mit der Botschaft immer mehr Bedeutung, als man selber glaubt. Positiv wie negativ. Die vier Codes, die ich euch gerade vorgestellt habe, sind also die Träger der Bedeutung deiner Botschaft. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, die Bedeutung entsteht aber erst im Gehirn des Empfängers, deiner potenziellen Bedarfsträger. Ganz tolle Sachen dazu geschrieben hat Scheier in seinem Buch, kann ich jedem empfehlen, wie Werbung wirkt. Also die Bedeutung deiner Botschaft entsteht subjektiv erst im Gehirn deiner Bedarfsgruppe. Warum? Wir wissen, es gibt keine Objektivität,
sondern das ist immer eine subjektive Interpretation, ein Vorurteil. Und deswegen entstehen eben auch die Bedeutung, die du ihm vermitteln willst, erst im Gehirn als subjektive Interpretation. Das heißt, deine Bedarfsgruppe, der Empfänger, wird sich immer fragen, was ist die Bedeutung von der Botschaft? Fragezeichen, worum geht's da? Ich soll das jetzt dekodieren, worum geht's denn da? Und denk dran, das Erkennen der Bedeutung ist, nochmal, ist immer eine subjektive Interpretation des Empfängers. Immer subjektiv. Das heißt, der potenzielle Bedarfsträger, dein Empfänger, muss lernen, er muss verstehen, welche Bedeutung deine Botschaft jetzt hat. Also welche Bedeutung hat das Angebot, welche Bedeutung hat das Produkt für ihn. Das heißt, du musst als Anbieter beim Kodieren dafür Sorge tragen, dass du so kodierst, dass deine Gegenseite auch wirklich geistig und kognitiv dazu in der Lage ist und auch emotional die Inhalte deiner Botschaft richtig in deinem Sinne zu interpretieren. Und denk dran, wir sind in der persuasiven Kommunikation. Du möchtest Menschen beeinflussen und möchtest am Schluss das große Ja bekommen. Ja, ich kaufe dich, ja, ich will dich, ja, ich heirate dich, ja, ich nehme deine Dienstleistung in Anspruch, etc., etc. Also merk dir, damit die Botschaft zündet, deine Botschaft, muss erstens die Bedeutung deiner Botschaft vom Empfänger erkannt werden und es muss auf ein aktuelles Bedürfnis treffen. Erst wenn die Bedeutung auf ein aktuelles Bedürfnis, auf einen Mangel, auf eine Lücke beim Empfänger trifft und er das Angebot als mögliche Problemlösung in Betracht zieht, entsteht die notwendige Energie, damit am Schluss ein bestimmtes Verhalten ausgelöst wird bei deiner Zielperson. Das heißt, deine Zielperson hat eine Motivschieflage. Und diese Schieflage ist die Energie dafür, dass er nach einer Lösung sucht und später dann ein Verhalten ausgelöst wird. Das heißt, der Sender, du als Anbieter, musst die Motive deiner Bedarfsgruppe, deiner Zielgruppe kennen. Das heißt, die Botschaft, deine Botschaft, muss an die Motive, an die Motivschieflagen andocken. Achtung, das menschliche Gehirn hat die Motive bereits in sich. Also du kannst keine neuen Bedürfnisse wecken, du kannst andocken. Der potenzielle Bedarfsträger muss also lernen, welche Bedeutung zum Beispiel das Angebot hat und ob es seine Motivschieflage wieder ins leichte Lot bringt. Und das ist dann die Basis für den wahrscheinlichen Verkauf für das große Jahr. Also frag dich, warum kauft der Käufer? Und im Anschluss gibt es dann eben noch die sogenannte VAIE-Theorie im Kurzüberblick, die ich dir dann später noch genau erklären werde. Das heißt, warum kauft die Person? Wir stellen uns dann die Frage, was ist das Ereignis? Das muss angestoßen werden durch einen Reiz, endogen oder exogen. Dann im nächsten Schritt fühlt er einen Mangel, einen Engpass, Kittel-Brennfaktor. Und im nächsten führt das Ganze zu einem gewissen Ungleichgewicht. Es kommt zu einer Schieflage. Er will die Schieflage beseitigen. Er will wieder ein gutes Gefühl haben. Und jetzt hat er die Motivation zum Handeln. Das Ziel ist, das Gleichgewicht wiederherstellen. Er fragt sich, ist das Angebot geeignet und bezahlbar und verfügbar? Und wenn dem so ist, dann kommt das große Ja. Und damit haben wir unsere nächste Einheit vorbereitet. Wir sind bei der Motivforschung angekommen und da freue ich mich auf das nächste gemeinsame Video mit euch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euer Karl-Peter Fischer, und wenn ihr Interesse habt, die Adresse von meinem YouTube-Channel etc. etc. steht unten. Also vielen Dank fürs Zuhören.